Ah, jetzt passt. Okay, Einführung zu SaltStack. Das ist mein jetziger Vortrag. Ein bisschen was über mich. Das war, wo ich SaltStack kennengelernt habe. Nein, nicht wirklich. Das war, wo ich ein kleines Kind war. Aber genau so habe ich mich gefreut, als ich damals SaltStack kennengelernt habe. Weil davor habe ich BCFG2 verwendet und das war ein Scheiß. Ich bin FOSS-Liebhaber. Und wenn möglich, ja, wer mich kennt, weiß es, verwende ich FOSS zuerst. Ich programmiere seit 2002. Meine Lieblingssprache sind Python und Go. Und derzeitig bin ich tätig für die Stiftung Marie Ebene. Wer mehr über mich wissen will, ich habe einen Blog. Und ich bin auf GitHub sehr, sehr aktiv. Die Übersicht zum Vortrag. Zuerst einmal, was ist SaltStack? Dein Grundlegendes zu Salt, die Abkürzung zu SaltStack. Es ist 100% Open Source. Ein paar Begriffe und dann ganz viele praktische Beispiele. So habe ich mir erhofft, zum der Vortrag zum Gestalter. Zum Schluss noch Fragen und Antworten. SaltStack ist wie Ansible CF-Engine. Upsala. Wie Ansible CF-Engine und andere Tools. Tool zum Konfigurationsverwalter. Und zwar von vielen Rechnern über einen Master-Server. Es geht über das alte SSH wie bei Ansible, aber grundsätzlich verwendet man Master-Client-Server. Ah ja, wer Fragen hat, kann jederzeit unterbrechen. Es ist ein Tool zum einen Befehl auf vielen Rechnern gleichzeitig auszuführen. Wie zum Beispiel Erkerhunter Prop Update. Auf allen Rechnern gleichzeitig ausführen, ist ein Befehl. Und den habe ich auf 30 Rechnern ausgeführt. Und es bietet über Salt Cloud, das werde ich ganz zum Schluss drauf hingehen, die Möglichkeit von 0 auf 100 zu kommen. Das bedeutet von einem Bare Metal Host zu einem LXD Host. Ein Teil davon werde ich sagen noch heute. Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ah, genau. Grundlegendes zu Salt. Minions, das sind die Clients, verbinden sich zum Master über ZeroMQ. Das war und ist eine recht populäre Socket-Alternative, wo PubSub Transfers ermöglicht. Minions authentifizieren sich über AES. Bedeutet, es ist eine recht sichere Verschlüsselung da. Und der Master kann zum Minion senden. Und jetzt ganz wichtig, der Minion kann aber auch abfragen. Bedeutet, ich kann der Minion, also der Rechner, das Target, das Ziel vom Master aus administrieren. Ich kann aber auch vom Ziel aus den Master abfragen und somit Befehle direkt auf dem Endgerät ausführen. Ausführung ist parallel. Ja, wenn ich 100 Rechner gleichzeitig abfrage, dann kriege ich 100 Ergebnisse in der gleichen Zeit zurück, wenn alle gleich schnell sind. Und alles ist in Python. Das war für mich der Hauptgrund, zum SaltStack neben Ansible auszuwählen. Ein einfacher Blogpost hat mich zum Schluss zu SaltStack gebracht. Ja, jetzt lebe ich damit und lebe recht gut damit. 100% Open Source. Es gibt eine Firma hinter SaltStack, trotzdem ist SaltStack komplett Open Source. Es gibt keine Community Edition, es gibt keine irgendwelche Limitierungen oder was auch immer. SaltStack ist 100% Open Source. Sehr, sehr aktiv. 1654 Beitretende, also Contributors und 7000 Sterne auf GitHub, was recht viel ist. Sehr offene und freundliche Gemeinschaft auf IRC, im Mail, Salt Users, Salt Devil, egal wo, man kriegt immer kompetente Antwort und ich bin noch nie blöd angelaufen oder so, wie in manchen anderen IRC-Chats, was ich für ein DAO bin. Sehr gut und vollständig dokumentiert, ja, seht ihr also, es ist einfach sehr, sehr gut dokumentiert.
Jetzt kommen wir zu den Begriffen. Wir haben einmal gesagt Grains. Leider sieht man das nicht so gut. Grains sind sowas wie das Inventar des Hosts. In Grains wird gesehen, was für Betriebssystem, was für Festplatte, was für CPU. Bin ich in einem Container drin oder nicht? Bin ich auf einer VMware oder nicht? All diese Sachen werden da in Grains abgespeichert. Grains sind dafür da, um nachher dann in States, also in der Ausführung zum Verwender, sind aber auch dafür da, um Minions, also Clients, nach gewissen Kriterien auszuwählen. Zum Beispiel, wann werden diese Grains erstellt? Bitte? Wann und wie werden diese Grains erstellt? Sobald der Salt Master das erste Mal zum Salt Minion sich verbindet. Und dann immer kontinuierlich werden sie aktualisiert. Immer beim. Ja? Ah, ja, bin schon. Und zwar bin ich jetzt auf Salt-Website und da gibt es das Salt-OSS und das Enterprise-Salt mit Lizenz und was weiß ich. Gibt's, ja. Es ist aber dieselbe Edition wie die normale Edition, die Enterprise. Es ist genau dasselbe Produkt. Ein Vorteil gibt es in der Enterprise Edition, die wird langsamer gewartet. Die wird, also langsamer, schneller gewartet, aber es gibt immer nur ältere Versionen von Salt. Die Community Edition ist immer neuer, immer aktueller, immer unstabiler, kann man so sagen. Finde ich nicht. Ja, sagen wir, wir machen ein Dist-Upgrade von 50 von unseren 100 Hosts. Wir wollen wissen, welche sind alle auf Debian Jesse. Dann mache ich eine Abfrage und kriege zum Schluss alle Debian Jesse oder in dem Fall, ich bin Ubuntu-Liebhaber, alle Trusty Hosts. Einfach so. Was ist da noch? Ja, weil die Python-Version und so weiter und so fort, aber das lassen wir jetzt einmal. Ich zeige es euch nachher noch im Detail. Der Pilar ist der Variablenspeicher, Key-Value-Store von Salt. Da drin werden Passwörter gespeichert, da drin werden, ja, Passwörter, da drin werden, was sie, der Sys-Admin-Host, E-Mail wird da drin gespeichert und so weiter und so fort. Mit dem Pilar ist es möglich, mit einmal programmierten States, oder wie heißt das nochmal in Ansible? Also einmal programmieren und mit Pilar kann man es dann konfigurieren über Variablen. Dafür ist der Pilar da. Ja, zum Beispiel kann ich im Pilar sagen, dieser Rechner kriegt diese Repositories und dieser Rechner kriegt diese Repositories. Ich programmiere es einmal und über den Pilar kann ich es dann verschieden konfigurieren. Moduls. Damit hat der normale Programmierer oder der normale Anwender von Salt eigentlich kaum was zum tun. Ich erwähne es trotzdem, weil es ganz ein wichtiger Teil von Salt ist. In diesen Modulen, ich habe mir ein bisschen schwer da im Eindeutschen von dem Satz, in Modulen wird konfiguriert oder wird programmiert, wie Salt mit dem Betriebssystem, mit Diensten oder mit allerhand Sachen umgeht. Das wird im Modul, also wird in Python programmiert, welche Befehle er ausführt, zu welchem Zeitpunkt, wie zum Beispiel ein Cronjob anlegt oder was auch immer. Das wird jeweils in einem Modul programmiert. Und diese Module werden über das, was jetzt als nächstes kommt, über States, dann wiederum angesprochen. Und wenn man sieht, gibt es 400 Module und mehr momentan in Salt. Egal, ob man Festplatte auswerten will, ob man Files kopieren will, ob man Apache konfigurieren will, ein Nginx, Docker mit einer Erweiterung von mir, LXD oder was auch immer. Man kann alles konfigurieren, weil es mitgeliefert 400 Module gibt und noch unendlich viele Contrips gibt. Es ist ja, über States. Salt States. Es wird definiert in States, welches Modul mit welcher Konfiguration ausgeführt wird. Nehmen wir zum Beispiel das Copy-Modul oder nehmen wir das Package-Modul, wo da ist.
dann kann ich da sagen, mit dem Namen CheckMK Agent, das ist einfach ein Name für den State, wird das Modul Package ausgeführt mit dem, mit der Unterfunktion installed und die Packages werden aus einem YAML-Template ausgeführt. Bedeutet, da könnte jetzt zum Beispiel Dinos da was sie Dig, das Dig-Tool, und, oder in dem Fall CheckMK. Also so wird, ein State ausgeführt. Oder? Mit dem nächsten Befehl File Managed wird ein File definiert, welche Rechte es hat, von wo das kommt, das File, wo auch nicht das kopiert wird und so weiter und so fort. Kann man es lesen, halbwegs nicht. Ich komme nachher noch in die Konsole und sage es euch noch genauer. Und diese Formulas werden von oben nach unten ausgeführt. Sie können in verschiedensten Sprachen geschrieben werden, in Jinja-Templates, in Python-Templates, in YAML, in JSON, in was auch immer alles. Recht üblich ist Jinja-Templates mit YAML und mittlerweile ab und zu auch noch Python direkt für gewisse Zwecke, wo man zum Beispiel Dictionaries mehrfach merchen muss und so weiter, ist, ja, ist Python ganz fein. Bis vor kurzem war es üblich, zum, in SaltStack zum sagen, programmiert er deine States selber. Aber seit, ja, bis seit längerem eigentlich gibt es jetzt haufenweise fertige Formulas. Nginx mit Donnerwiss-Konfiguration ist jetzt ganz einfach möglich über ein Formula, das man vom Internet runterladet. Über SaltStack-Formulas. Und ich selber, wo ich angefangen habe mit SaltStack, vor 2,5 oder 3 Jahren habe ich SaltStack Resources gemacht. Das beinhaltet fast alle Formulas, die es für SaltStack gibt. Okay. Praktische Beispiele. Salt-Befehle. Mit dem ersten Befehl, Salt-Test-Bing. Salt-Stern-Test-Bing. Damit, das ist mein Spielserver, damit hole ich mir alle Container, leider wird es nicht richtig dargestellt. Probieren wir es mal anders. Ich komme nicht zu, jetzt da. Da kann ich alle meine Container ab, ja, das sind alles Container, kann ich alle meine Container abfragen, oder? Ich habe, was sieht, also außer der ist der Bare Metal. Ich habe einen DNS-Server, einen Router, ich habe eine Webseite namens Smile4, ich habe einen Name-Server und so weiter und so fort. Und die antworten jetzt alle mit True. Alle sind da. Das war der ganz leichte Befehl, salt, Stern, Test, Ping. Damit kriege ich einfach alle. Der nächste Befehl ist salt, diese Webseite, die auf dem Rechner gehostet wird, Smile4. Das ist übrigens ein Verein in Vorarlberg, wo für Madagaskar Hilfsprojekte macht, ganz cool, so nebenbei als Werbung. Grains Items, damit hole ich mir alle diese Grains, die, über die ich vorher gesprochen habe. Und wenn man mal da ganz aufgehen, dann seht ihr mir, der Server läuft mit SSDs, 2 Stück, er läuft als LXD-Host, er hat verschiedenste CPU-Calls möglich, er ist ein 64-Bit-Rechner mit einem i7, er hat mehrere IPv6 und IPv4-Adressen konfiguriert auf verschiedenen Interfaces. Es läuft Ubuntu 16.04, AK Xenial, er heißt Smile4 und so weiter und so fort. All diese Informationen, diese Grains, kann ich nachher dann wiederum verarbeiten in weiteren States, in weiteren Schritten. Jetzt nehmen wir nochmal den Salt Stern, Stern und dann machen wir Grains Item OS Code Name. Nur ein Item aus der Grains.
Dann spuckt er mir aus, welche von meinen Rechner Xenial und welche von deinen Rechner Trusty laufen hat. Ganz ein feiner Befehl, weil somit habe ich schnell das Inventar zum Lager über, sagen wir, das wären nicht wie bei mir 30 oder 20 oder so, sondern es wären hunderte Rechner, kann ich ganz schnell holen, welche Rechner sind alle in einem alten Betriebssystem. Dieser Lore, Grains und Salt Minions, ist nur ein apt-get-install und ein Befehl, wo eine, der sich verbinden muss und erledigt. Grains Lore. Ist ganz fein zum Inventarisieren einmal gesehen. So, jetzt mache ich einen anderen Befehl, und zwar Salt bis Group, also, ja, na, bis Grains, OS Code Name Trusty, Test Ping. Dann spuckt er mir alle aus, die nur Trusty haben. Somit kann ich selektieren. Ich kann zum Beispiel, wenn ich 5 Webserver habe, die alle Web irgendwas heißen, kann ich die alle Webserver mit Web Stern auswählen oder in dem Fall alle, die Trusty laufen haben. Und dann kann ich einen Output-Format da dranhängen. Und dann kann ich unser altes WC anhängen und dann weiß ich, es sind 5 Rechner. 5 Rechner von mir laufen momentan auf Ubuntu Trusty. Das mit dem OS-Code-Name, das schaut das sehr Ubuntu-spezifisch aus, sehr Debian-spezifisch aus. Gibt es das auch für andere Dienste, wie Solaris, Gentoo? Ja, SaltStack ist für FreeBSD, Solaris, Gentoo, CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora. Programmiert wird es auf CentOS, grundsätzlich. Aber immer halt mit Ubuntu. So, ein anderer Befehl, der nimmt jetzt ein State von mir, der ich nachher sagen will, ist der Full Upgrade. Manche würden schimpfen mit mir, wenn sie das State sagen. Der führt ein Full Upgrade auf allen meiner Rechner gleichzeitig aus. Und zwar zur selben Zeit parallel Dist Upgrade macht er. Das ist nicht ganz so schön, aber ich tue es ganz gern. Und auf meinem Rechner darf ich das. Auch auf meinem Testrechner, Spielrechner. Da habe ich ein S zu viel. Nochmal, der macht jetzt ein Upgrade-Update. Upgrade-Dist-Upgrade, Upgrade-Auto-Clean und Upgrade-Clean. Das macht er alles in einem Befehl auf meiner, was auch immer, 20 oder 30, ich muss noch einmal zählen, Rechner. Die werden jetzt alle aktualisiert auf das neueste Betriebssystem mit dem neuesten Updates, allem drum und dran. Einer davon schimpft, das können wir jetzt gerade schnell debuggen. Und zwar, iOpen ISCC, das blöde Package, wenn das installiert ist, dann will er nicht mehr. Das muss man deinstallieren. Aber ja, das hätte ich eigentlich beim Vorbereiten ohne OCH können. Ja, jetzt ist es noch da. Ja? Sorry. Mhm. Dann kann man die auch abhängig machen voneinander. Das ist auch alle gemacht. Kann man so machen, dass es gibt so eine Art Rollback. Wenn es bei einem nicht funktioniert, dann macht es bei einem anderen auch nicht. Oder? Hosts voneinander abhängig machen ist möglich, aber nur über das Reaktorsystem, auf das ich heute leider nicht eingegangen. Aber es ist möglich. Also ein Dist-Upgrade kann ich einfach einen Rollback machen. Normalerweise hat man ja eine Dev-Entwicklungsumgebung und eine produktive. Dann tut man in der Dev-Umgebung mal Dist-Upgrade. Wenn das funktioniert hat, dann macht man dasselbe in der in der produktiven Umgebung, oder? Aber es wäre unmöglich, zum Host voneinander abhängig zu machen. Wenn der erste spinnt, dass der zweite nicht auch noch spinnt. Wenn der produktive Webserver der erste nicht upgradet, dann durch den Versuch ist der zweite erst gar nicht so auf die Art. Ja, ich würde jetzt eigentlich der erste upgraden, wenn der spinnt, der zweite gar nicht upgraden. Ja. Das kann man, sagen wir, ich hätte jetzt mehreres Mal Vorrechner, wenn wir bei dem blieben. Und die würden Smile vor 01 bis 04 heißen, dann kann ich so Smile vor 01 auswählen. Also der erste von deiner 4 Rechner.
Oder? Und so kann ich alle Rechner auswählen. Genau, das wäre jetzt so ein Vorgehensweg, den ich gehabt hätte, in dem Fall. Okay, und als letztes, damit wir die Execution Engine auch noch sehen, CMD Run Uptime. Ich führe jetzt auf allen meinen Rechner gleichzeitig Uptime aus. Wie wir gesehen haben, jetzt zähle ich mal meine Rechner auf dem Rechner durch. Salt, Stern, Test, Bing, Out, Text, WC bis L. Wie viel sind es denn? 18 im Moment dann. Der hat jetzt auf 18 Rechner gleichzeitig Uptime ausgeführt. Und ich kann jetzt aber auf allen gleichzeitig zum Beispiel auch. Tue ich das jetzt? Ja, das tue ich. Get bis J install dig. Unable to locate package dig. Das heißt, glaube ich, DNS-Utils oder so. Wurscht. Aber wie das erhand, diese Execution Engine ist recht, recht mächtig. Man kann auf vielen Rechnern dieselbe Arbeit reproduzierbar noch machen. Und zum reproduzierbar kommen wir jetzt aber erst. So. Nächstes Beispiel. Das Beispiel, wo ich da vorbereitet habe, ich heiße im Internet PC-Dummy. Und das Beispiel, wo ich da vorbereitet habe, ist mein PC-Dummy-User Kopierer auf der Benutzer Linux Dev Vorarlberg 2016. Sagen wir, ich möchte es, weil ich einen neuen Mitarbeiter habe, der Linux Dev Vorarlberg 2016 heißt. Dann kann ich, da bin ich, das ist im Fall Bayabu oder so, hast du das Teil, das Temux, ist extrem cool, verwende ich ganz gern diese Shell, was ich da habe. Clusters, LXDA. Das muss ich jetzt erst mal. So, ich kopiere mir meinen Benutzer, da zeige ich euch gleich mal, wie das Pilar-File ausschaut in dem Fall, und nenne das ldv2016.sls. SLS ist die Extension für SaltStack Templates. Und dort in steht, es soll der Benutzer PC-Dummy mit dem Fullname PC-Dummy, Passwort, Hash, XY, Shellbin, Bash, mit Bejabu, sudo, sudo ohne Passwort, Groups, sudo und SSH und mit dem SSH-Key, der da eingerichtet wird. Ich will jetzt aber nicht der Benutzer PC-Dummy, weil den habe ich ja schon, sondern ich will der Benutzer LDV 2016. So, jetzt habe ich die Variablen angelegt für diesen Benutzer, das ist jetzt in dem Fall ein Dict. Und jetzt muss ich noch hergehen und in Clusters LXCH muss ich noch im H1, na, Clusters Common. Da muss ich noch diesen Benutzer inkludieren, dass der auch wirklich zur Anwendung kommt. Ah. So, wenn ich jetzt salt smile for lxchlan state high state ausführe, beziehungsweise, ja, nehmen wir High State. High State heißt für einfach alle Salt-Kommandos, die für diesen Host konfiguriert sind, mit den Pilar-Einstellungen aus. Dann seht ihr mir, er hat 100 Befehle ausgeführt mit 12 Änderungen und hat 0 Fehler. Passt, super, genial. Was heißt das jetzt für mich? Ich kann im nächsten Befehl kann ich hergehen und SSH
ldv2016@smart4lxchlan. Control plus bitte. Ja. Oi, wo bin ich jetzt? Sunny. Ah, jetzt bin ich schon drauf. So. Minus. So. Also, SSH LDV 2016 mal vor LXCHLAN. Wenn ich das jetzt mache und warum auch immer, wenn genau hast, nicht stimmt, bin ich auf dem Rechner drauf. Ich habe einen File kopiert, habe das einmal irgendwo referenziert und ich habe auf einem Rechner das jetzt laufen lassen, ich könnte es auf allen laufen lassen, neuer Benutzer. Und zwar mit Sudo-Rechner, mit Beaboo vorkonfiguriert, mit allem drum und dran. Das kann ich jetzt auf einem machen, wie schon gesagt, oder auf allen 18 waren es, glaube ich, oder 19. Gut. So, jetzt der Benutzer LDV 2016 hat sich wieder vertschüsst, warum auch immer. Dann kann ich im nächsten Befehl, also kann ich den, muss ich nachschauen, absend true, purge true. Indem, dass ich da zwei neue True Sachen einfüge, nämlich absend ciao ada und purge, nehme das Home-Verzeichnis gleich mit, kann ich am Sager LDV 2016, du bist weg. So einfach war das. Nochmal. Oh, permission denied. Oh, I'm sorry. Aber die gibt's nicht. Gut. Das war Benutzer löschen. Und das nächste. Ich habe eine SaltStack-Erweiterung geschrieben, die heißt SaltStack-LXD-Formula. Damit kann man LXD, was ich vorher in dem Quick-Vortrag gezeigt habe, wie heißt das nochmal? Lightning Talk, danke. Im Lightning Talk gezeigt habe, kann ich einen Container erstellen, diesen Bootstrappen, das Bootstrap durchlaufen natürlich und einen Reboot machen und ich habe einen Container mit IP-Adresse, mit DNS-Name, mit Nginx, mit PHP, mit allem drum und dran installiert. Ich mache das mit dieser Zeile, weil ich es noch nicht, keine Zeit gehabt dazu, noch nicht geschafft habe, zum der Cloud-Init zum Konfigurieren für LXD, dass der das selber machen hat. Aber es kommt in naher Zukunft, dass er das von er selber macht. Dafür kopiere ich mir jetzt diesen Befehl aus. Das muss ich aber da machen. Dann gang ich in die Konsole mit dem Saltmaster. Da ist nochmal der Befehl. Na, das muss ich im H1 machen. Ups, Alter. So. Nochmal der Befehl. Für auf dem aktuellen Rechner pull der LXD-Status push über LXC ein File auf namens Bootstrap.sh, führe das mit gewissen Parametern aus und zum Schluss mache einen Reboot von diesem Container. Ich führe den aus und kriege einen Error not found. Na super. LXD Virtual Return False. Oh, wow. Ja. Kann ich 100 Mal probiert haben. Na super.
No Modul namens PBR Version. Das PyLXD, wo da kaputt ist, ist die offizielle Python-API für LXD und kann den LXD über Python, wird für OpenStack Novo verwendet, sämtliche Container und so weiter und so fort erstellen und viele lustige Sachen machen, wo ganz fein sind. Service Side Minion Restart. Bitte gang jetzt. Sonst machen wir was anderes. Jetzt geht's. Hoffentlich. Ja, diese Insecure Requests Warning, das ist, weil es selbst signierte SSL-Zertifikate sind und lassen wir es bleiben. Oder nicht ganz, ich weiß, wie wir es machen, wie wir es fixen. LXC List, LXC Launch X und dann LDV. LXC Config Show LDV 2016. Der hat da Disk. Okay, LXC. Also da bin ich jetzt im LXC, das ist ganz LXD dran, das ist ganz ein anderes Topic. Aber dem muss ich jetzt schnell noch Typ Disk. Ja, das muss ich anders machen. LXC Config. Fehlt eigentlich SaltStack machen das und in diesem Ding wäre umgangen. LXC File Copy Bootstrap SH nach LDV 2016 Doppelpunkt root. Und jetzt seht ihr mal wieder LXC File Push, genau. Dann LXC Access LDV 2016 bin Bash und dann bin ich da drin und dann kann ich diese Bootstrap SH ausführen und dann muss ich noch einige Parameter angeben, nämlich der Hostname, das ist der da, der Domainname und der Sitemaster-Name. Okay, das ist ein selbstgeschriebenes Bootstrap-Skript, das ein paar Befehle ausführt, mir einen DHCP-Client macht, verschiedene Software installiert und das Salp-Minion installiert. Und über diesen Salp-Minion macht er nachher dann einen Salp-Bootstrap, ein Salp-High-State und dann ist ein vollwertiger Nginx-PHP-Rechner. Da das eine Weile geht, lassen wir den einfach mal laufen und schauen uns in der Zwischenzeit die States an. Und zwar habe ich euch der Full Upgrade versprochen. Dieser State ist eigentlich
die Kernkomponente von SaltStack. Also States sind die Kernkomponente von SaltStack. In States wird ist wie Ansible, wie heißt das nochmal? Playbook. States sind wie ein Playbook. Da steht ganz oben, er soll als allererstes der Name update, der ist variabel, mit der Befehlsausführer, der CMD ist das Modul, das er ausführt, mit dem Namen update bis j update. Und er soll einen Ausführer, run. Nächster Befehl, update bis ganz leise, bis alte Configs ignorieren, bis, also alte Configs verwenden, keine neue verwenden, auf jeden Fall nicht. Und Standard Configs verwenden, dist upgrade. Warum so ein komischer, schwerer, böser Befehl? Für mich macht die ganze Konfiguration SaltStack. Mich interessiert nicht, was Debian, also mich interessiert schon, was Debian mir liefert, aber die Konfiguration habe ich alle in SaltStack. Ich kann jeden Container löschen und wieder erstellen und ich habe sofort wieder der gleiche Container. Require, das ist jetzt innerhalb von einem State. Führe diesen State nur dann aus, wenn der obere Befehl upgetUpdate funktioniert hat. Sonst führt der untere nicht aus. Und dann geht es weiter mit AutoRemove. Da gibt es auch wieder so ein Require. Da gibt es kein Require. Morgen gibt es auch ein Require. Upgrade this upgrade. Und zum Schluss upgrade clean. Wieder mit Require. Apt AutoRemove. Ist das allen irgendwie klar? Bin ich schnell dran? Gott. Okay. Dann gibt es noch zum Beispiel Prefs SLS ist ganz nett. Nehmen wir zuerst Defaults-YAML. So. In Defaults-YAML werden so Pilar-Defaults gesetzt. Da steht drin, installiere standardmäßig das Paket UpTransport HTTPS, weil viele offizielle Repos mittlerweile nur noch über HTTPS verfügbar sind. Und im Repos SLS, das ist ja so ein ganz kompliziertes File, statt innen, nimm die Defaults, map sie auf die Pilardaten, die spezifisch für diesen Host da hergekommen sind. Kann ich euch noch zeigen, was die Pilardaten von diesem Host sind. Und dann installiere ein neues Repo, also eine neue apt-URL mit dem Namen XY vom in das File etc apt sources list Name und mit der Key-URL für das PPA-Key zum Beispiel und Key-Server kann man auch irgendwo gehen und so kriegt er ein neues apt-Repo. Das macht ein ganzes apt-Repo. Und jetzt noch als vorletzter der Limits. Na, Mann, wo habe ich das gemacht? Bin ich zu lang da? Mhm. Danke. Ja, ich wollte jetzt eigentlich euch noch ein Pi-File zeigen, wo das Ganze auch macht, aber leider habe ich keins. Irgendwann die Hand an, aber ich habe es nicht. Ja, okay. Es wäre das Ganze, was ich vorher über das State-File gemacht habe, oder über Python-File möglich, so dass man komplizierte Programmierungen in so einem State oder in Python machen kann. Wenn das über Genia nicht mehr möglich ist, verwendet man halt Python. Okay. So, da bin ich falsch. Wo bin ich jetzt? Und zwar... Da. All done, reboot manually. Der Container hat jetzt Nginx, PHP und alles drum und dran gekriegt. Also er ist schon JackMK installiert, er hat einen Benutzer namens PC-Dummy, er hat verschiedene SysCTL-Flags gekriegt, er hat alles mögliche gekriegt, was ich halt so für meine Rechner setze. Und den Container kann ich jetzt neu starten. Dann führe ich gleich nochmal LXC-Ding aus. Und dann, so jetzt hoffe ich, dass ich nicht wieder alles kaputt gemacht habe, kann ich bei mir
Ich bin jetzt bei mir auf einem anderen Bildschirm. LDV 2016, LXCHU. Das ist ein Dummy-Domain. Bin ich da auf dem Nginx. Dieser Container habe ich jetzt gerade aufgesetzt, live. Mit allem drum und dran, Nginx, alles drin. Und ich kann jetzt im Container als letzte Übung noch, kann jetzt in Data www.html touch na vi.php info.php Ich bin kein Freund von PHP, aber ja. Also PHP 5 oben mit Objektorientierung und so ist ja cool. Was von PHP 7 jetzt PHP? Nein, ich meine jetzt also PHP 5 aufwärts, PHP 4, ne. Das ist das alte PHP, das ich noch kennengelernt habe. Aber da haben wir jetzt, das kann man glaube ich so machen, haben wir jetzt einen Container mit PHP Version 7.0.8, Ubuntu 16.04.3 mit MySQL Extensions und allerhand anderer Extensions drin. Das hat er jetzt während der Präsentation gemacht, diesen Container. Da kann ich jetzt so über Salt natürlich noch ein WordPress dazu installieren oder ja genau WordPress oder Drupal oder Typo 3 oder was auch immer. Ich kann nur Plone installieren. Wäre unmöglich. Gut. Es ist alles ziemlich schnell gegangen. Irgendjemand fragen? Ich habe mich ganz verstanden mit der Architektur. Man muss ja immer einen laufenden Server haben, der, so wie beim Puppet zum Beispiel, einen Server, der immer läuft, den Master Server, der muss immer da sein für alle Hosts. Muss immer erreichbar sein von überall her. Für das, was ich jetzt da vorgesagt habe, ja. Für Master-Client-Operationen. Ansonsten gibt es noch Salt SSH und Salt ohne Master, Server Masterless oder so heißt das. Also es gibt verschiedene, es gibt eine ansible Variante von Salt auch. Mhm. Und es werden Salt Master mit Salt aufgesetzt zum Beispiel auch, in der Produktivumgebung. Also über Salt SSH wird dann Salt Master aufgesetzt, der wiederum der Master für viele andere ist. Aber über verteilten Rechenzentren ist es nicht so einfach, einen Master-Server hinzustellen, oder? Ja, es gibt Proxy, Salt Proxy, es gibt einen Proxy für Salt und es gibt eine Git-Anbindung und über diese Git-Anbindung kann jeder Master selbstständig sein. Oder? Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, zum alle Master zu einem Master zum Vereinen. Also Salt wird in riesen Installationen verwendet. Also es gibt da Tonnen bis Tools, wo ich zum Teil gar nicht kenne, also zum größten Teil nicht kenne. Okay. Ja, du hast kurz was erwähnt von dem Blogpost. Warum denn Salt? Wer ist das Ach. Es ist schon lang her. Ich weiß das nicht mehr, aber der hat damals gesagt, Salt ist besser. Von wem ich zu Salt gekommen? Kannst du jetzt einen Namen hören, weniger Tipps? Ja, was auch immer. Nein, ich weiß nicht wieso. Ich weiß, dass im deutschen Raum ein Sible verbreiteter ist als Salt. Das weiß ich. Also wenn man Hilfe braucht, im deutschen Raum ist man mit Ansible besser dran. Allerdings, wenn man zum Beispiel bis zu 10.000 Server pro Master hat, dann kann man lieber SaltStack verwenden, wie vorher Dietmar vorgesehen hat. Gut, andere Fragen? Gibt es ein Webinterface für Noobs? Nein. Okay. Es gibt schon irgendwas, aber es gäbe auch Hilfe zum Systemadministrator oder Kollegen im Büro zum Helfen. Noch eine Frage? Gibt es eine Art Versionierung? Das heißt, wenn du so gewisse Befehle ausführst auf eine Handvoll Server, die du irgendwie einbrennst, wird das irgendwo mitdokumentiert, was da gemacht wird? Ja. Es wird als
es gibt auch noch, SALT ist sehr, sehr, sehr modular und es gibt Möglichkeiten, alles Mögliche überall auch nicht zum Schreiben. Ich angefangen von MongoDB, Postgres, MySQL oder in verschiedene Logstash oder extrem modular, so wie Python selber. Das ist natürlich wichtig, wenn mehrere Admins hast und die verschiedene Sachen machen, muss ich so irgendwo dokumentiert werden. Ja. Mhm. Okay, jetzt hätte ich sagen, Dankeschön vielmals. Ist sehr interessant gewesen. Mir hat es gefallen. Hat es euch auch gefallen. Und wir hoffen, bis wieder mal bei uns.